Hallo und herzlich willkommen bei Radiation Island. Und wie wir beim letzten Mal gesagt haben, jetzt gehen wir Richtung Tesla-Turm, von dem ich glaube, dass ich den Code habe. Ein Schaf, gut, brauchen wir nicht. Dazwischen holen wir uns vielleicht noch ein, zwei Schätze. Aber ansonsten gehen wir schnurstracks zu dem Tesla-Turm. Hallo Bea. Ich habe jetzt mit dem Wackeldackel gerechnet. Oh Mann. Ja, mit sowas habe ich gerechnet gehabt. Jetzt kommst du daher. Muss nur schauen, was auf der anderen Seite kommt. Ah ja, das ist harmlosere. Das habe ich voll ignoriert. Ja, solange man in Bewegung bleibt, geht's ja. Meistens. So. So. Was schmeißen wir mal nachher eh, was wir nicht brauchen? Hase. Ein Hase. Ein fürchterlicher Hase. Da haben wir wieder diverse Häuschen. Und ein Auto. Das Auto ist aber... Ja. Ja. Das Haus. Ist auch leer. Okay. Eine Klohütte, ganz wichtig. Nein. Da vorne ist der Turm. Bin jetzt gerade am überlegen, aber ich habe mir doch den Schatz angekreuzt, oder? Ja. Da muss ich hier. Aber schön gemacht, die ganze Umgebung und alles. Muss man schon sagen. Wie gesagt, ist jetzt vielleicht nicht das spannungsgeladenste Spiel, aber es sollte im Handy auch spielbar sein. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ich spiele sowas nicht auf meinem Handy. Ich habe auf meinem Handy, glaube ich, 3 oder 4 Apps, wenn es hochkommt. Und eine davon ist die Anzeige, ob die Öffis pünktlich kommen. Im Wasser? Egal, zuerst holen wir uns den da. Dir eine Banane oder ein Bären. So. Noch ein Bärchen? Normalerweise sind die Bärchen immer im Doppelpack unterwegs. Bärchen. Das Gefühl, der Bär mag mich ärgern. So. Da noch hoch? Oh ne, ne, eben. Schaufel. Oh, Fisch und Schwefel und Holz. Das kann man weglassen, das kann man rauslassen. Die nehmen wir von mir aus mit. Ja, die kann man eigentlich auch weglassen. Können wir, wenn wir ehrlich sind, auch da lassen, das auch.
So, einmal essen. Karte. Jetzt wäre der Turm dran. Weiß, den brauchen wir uns eigentlich nicht einzeichnen, weil es eh nicht zu übersehen. Ach du Scheiße. Das ist ja eine Riesenfestung. Wo war der Schatz? Ach nee, der ist, glaube ich, hinter der Brücke. Zeichnen wir uns den trotzdem mal an, weil das andere brauchen wir nicht. Vielleicht ist er nicht genau auf der Brücke. Habe ich so das Gefühl, der kaputten da. Ein Kroko. Daher Kroko. Komm an Land. Ich war vorher in der Aufnahmepause nur kurz praktisch mein Inventar leer machen und Munition aufstocken. Was war das? War ich da jetzt zu nah dran oder was? Möglich. Sag mal jetzt, wo ich bin. Ja, der ist viel zu weit weg. Gut, da kommen wir jetzt nicht hin. Dann schwimmen wir da mal rüber. Ich hab doch jetzt schon wieder Schaden gekriegt, oder? Weiß es nicht. Doch. Dabei bin ich noch gar nicht so lange unter Wasser. Mal ein Stück auf die Seite. Tiere rennen mit schon hinterher. Na bom. Das ist die Nummer 1, das war die Nummer 2. Da haben wir die Nummer 3. Einer von hinten. Ach, das ist ein Kroko. Gut. So, haben wir auch. So. Ja, er hat mich einmal getroffen. Mein Inventar ist voll, das fängt schon mal gut an. Ich bin nicht einmal noch drinnen. Jetzt müssen wir mal das Kroko wegmachen, sonst erwischt mich das irgendwann von hinten doch noch. Aha. Ich habe dich gesehen. Hast du schlampig gemacht. So, was haben wir da? Eine Hose, die ist besser als meine. Weg. Oberteil weg. Kopf weg, weg. Weg, weil ich mit dem eh nicht gern kämpfe. Das kann man mal essen. Dann kann man einmal das essen. Weg. 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 Gut, dann kann man weiterschauen. Die Waffe kann man lassen. So, was war denn da noch? Oh, ein Anzug, ein neuer.
Mal da. Fleisch, okay. Hallo? Ist hier jemand? Eine Kiste ist hier. Ein Verband. Kann man mal die Rüstung reinlegen. Machen wir so. So, da hinten ist der Turm. Ich gehe jetzt mal rotzfrech da einfach durch. Da kommt ein Zombie. Einer ist okay. Das... So viel zum Thema, ich gehe da einfach rotzfrech durch. So, jetzt habe ich schon ein paar Zombies. Irgendwo muss ich mich jetzt umdrehen. Genau da. So, der ist auch hinüber. Boah. Okay. Also das nachts zu machen, war jetzt vielleicht keine gute Idee. Einmal da durch. So. Oh. Wechselnde Waffe. Gut, dass ich davon auch noch ein paar Schuss mit habe. Einmal da durchlaufen. Erstmal brauche ich die weg hier. Die hier brauche ich weg. Alle von denen. Die Wackeldackel sind dann die langsamsten, das ist mir wurscht. So, haben wir jetzt alle? Das schaut so aus, jetzt können wir uns mit denen da beschäftigen. So. Man immer noch nur welche. Puh. So. Oh Mann. So viel zum Thema, wir laufen da einfach mal durch. So, wir brauchen jetzt einmal das. Einmal. Ich nehme jetzt einmal das da. Ich nehme einmal. Die bringen mir nichts, gell? Ja. Neue Schuhe. Weg. 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 Ach du meine Güte. Mir ist kalt, ich könnte also das hier nehmen. Knochenbruch. Wo ist die Kiste von vorher? Hatte ja da vorher was dagegen. Oder es lässt einer von euch jetzt ans Splint fallen. Ich hör's. Munition. Hunger. Komm haben. So. Ja, es bringt mir leider nichts. Das ist natürlich doof. Weg damit, weg damit. So. Also der Kiste komme ich jetzt nicht nochmal zurück. Was bräuchte ich denn für einen Splint?
Also für eine Schiene Fäden. Moment. Ich hab doch da sicher was wegwerfen dazu. Mal irgendwo einen Faden legen. Haben wir noch erste Hilfe? Illen. Da sind keine Fäden. Da haben wir Fäden fallen lassen. So. Ich bräuchte... Wo war das? Da. Fäden bauen. Inventar einmal nehmen. Weg, weg, weg. Gut. Holz, es tut mir leid, ich brauche ich auch gerade nicht. So. Jetzt haben wir zumindest was. So. Gegen die Kälte. Gegen den Beinbruch. Armbruch, was auch immer. So, wo ist jetzt der Turm? Da vorne ist der Turm. Bin ich sicher, dass ich da rein will? Nein, aber ich gehe mal rein. Das wird ganz schön heftig, was da alles kommen ist. Puh. So. Jetzt erstmal hoch. Und mal schauen, ob wir von da oben noch Zombies erledigen können. Mal eben ein wenig klubschen sozusagen. Aber jetzt scheint es ruhig zu sein. Also außer diesem Zombie da in der Mauer. Und den erwische ich so eh nicht. Den müsste ich wieder mit Messer wegmachen, oder? Das wäre mir zu viel, dass ich den erwischt habe. Gut. So, jetzt wird es dann langsam wieder hell. Oh, was ist denn da? Ah. Also. Ja. Ich habe ein Messer gefunden, deswegen. Gut. Oh, da gibt es sogar Badewanne voll mit Fisch. Lecker. Was habe ich hier? Ah, eine Kiste. Euer neuen Anzug, ja, den kann ich auswechseln. So. So. Wunderbar. Alles kein Problem. Da ist es. Da haben wir einen neuen Code, den schreiben wir uns gleich mal auf. 510582. Der ist rechts daneben, glaube ich, irgendwo. Muss ich mir dann mal genauer anschauen. Und wir können hier einen Code eingeben. Der müsste 939937 sein. So. Warum weiß ich das? Weil ich jetzt einen Zettel da stehen habe. Ich habe einen Zettel neben mir liegen und da schreibe ich mir das jetzt einfach auf, damit ich nicht jedes Mal erst suchen muss nach dem entsprechenden Code. Ja. Zwei Türme hier deaktiviert. Das finde ich gut. So, was liegt denn dann da noch alles? Munition, das ist sehr schön. Noch mehr Munition. Waffe brauche ich eigentlich nicht. So. Brauche ich nicht. Oh, neuer Helm. Eine Hose. Eine Schaufel. Jetzt eine Schaufel. Ja, klar. Habe ich extra daheim, wo ich mir eine gebaut habe, weil ich keine hatte. Kommst du mir mit einer Schaufel daher? Jetzt. So. Thank you.
Ach, da ist noch eine Kiste. Oh, Verbände. Ich habe das Gefühl, da kommen schon wieder immer mehr Zombies. Warte, ich wollte mir das doch hier nur in Ruhe anschauen. Da kommen immer mehr Zombies. Der hat jetzt sogar einen Eingang gefunden. Ich mache euch eigentlich allen nur einen Gefallen, ich drehe diese ganzen Türme hier ab. So. Diese Zombies wollen alle nur fertig machen. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte. Ich suche gerade nur einen Ort, wo ich auf die Karte schauen kann. Also. Es könnte der Turm hier gewesen sein. Holen wir uns mal das Häuschen hier, würde ich sagen. Da oben haben wir keinen Turm. So, dann schauen wir mal zu dem Häuschen kommen. Ich meine, wir können den Rest dann immer noch holen, aber... Ja. Moment, ich habe doch jetzt wieder ein paar Schuss von dir, oder? Ja, habe ich. Gut. So. Oh, hab sie. Wechseln auf die andere Waffe. Sehr gut. Messer wollen wir nicht, Waffe wollen wir nicht. Viel Schaden hat er mir nicht gemacht. Gut, egal. Brauchst du da. Da gibt es ja nirgends einen Ausgang. Muss ich da jetzt echt bis nach vorne? Wahrscheinlich. Einmal raus. Ich suche einen Ausgang. Ja, jetzt habe ich schon wieder ein paar Zombies. Und ich sammle noch ein paar mehr. Mist. Ich wollte noch ein paar abhängen. Damit ich jetzt noch mehr Zeit habe für die, die jetzt noch hinter mir sind. Ja, zum Beispiel für den da. Bleibst du da? So. Hallo, verstrahlter Zombie. Jetzt habe ich jetzt Ruhe. Kann ich jetzt? Gut.
Ja gut. So, was liegt denn da alles? Kann ich nicht aufnehmen. Kann ich aufnehmen. Kann ich aufnehmen. Was, die kann ich nicht mehr aufnehmen? Okay. Oh, nicht schlimm. Kommt noch ein Schaf. Schreckt mich das Schaf schon. So, und jetzt in Richtung Hütte. Jetzt kommen ja die Zombies, die da drin sind, auch nicht mehr raus. So, einmal nach oben holen, genau. Da könnte man natürlich mit dem Kanu drüber fahren, man hätte sich sie einstecken können. Brauche keine Verbände, ich habe genug Verbände und ich verwende sie ja eh nicht. Mhm. So, hier müsste irgendwo dann das Häuschen kommen, relativ bald. Oh, hallo Bialy. Hallo, noch ein Bärli. Überleg, wie vorsichtig ich da am Anfang war. Das Schöne ist aber nur, dass einem der Sprint hier nicht ausgeht. Also das kann mir nicht passieren, dass ich plötzlich stehen bleibe. Da ist das Haus. So. Wackel. Wackel in der Luft. Moment. Moment. Was ist das? Aha. So, den habe ich. Und jetzt müsste ich noch wieder wischen. Wieso kriege ich die nicht? Wie groß waren die gerade? Was war das? Moment. Wir haben was zum Tun. Nein, ich wollte nicht runterschmeißen. Ich wollte sie zusammenstecken. Also ich brauche eindeutig mehr von der Munition, die kann man es gleich herstellen. Das ist voll. Das ist auch voll. Da haben wir noch Platz. Gut, da kommt das ganze Werkzeug rein und zwar ist guter. Ist richtig gute Werkzeug, genau. Schaufel brauchen wir ja auch nicht, haben wir eine. So, die Rüstung. Strahlenschutzanzüge habe ich jetzt einen mit, genau. Das ist Kopfbedeckung. Brust haben wir nichts mitgenommen. Beine haben wir mitgenommen. So. Dann hier weiter. Wisst ihr, was jetzt das Lustigste ist? Wir haben dort in der Nähe keinen Portpunkt. Das heißt, wir müssen da hinrennen. Lustig. Vor allem, was war das? Das waren ja Riesenzombies. Gut.
zuerst gedacht, die backen da nur rum. Aber die fällen ja echt die Bäume, wenn sie vorbeirennen. Wie soll man die hinkriegen? Sahen auf jeden Fall interessant aus. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich die erledigen soll. So, jetzt haben wir nur noch Medizin. Habe ich da noch, was ich loswerden muss? Wo habe ich denn Medizin? Ach, hier da irgendwo. Da, oder? Ach, da. So. So war das mit der Schiene, dass ich keine hatte, ja. Das ist dumm gelaufen gewesen. Kann aber natürlich immer mal passieren. So, nehmen wir mal das, das und das, sagen U. Und bauen uns kurz Munition. Das klingt besser. Und dann fehlt mir Blei. Gut. So, Munitionskiste. Die kommt da rein, die nehme ich eh nicht mit. Nee, umgekehrt. Sage mal. Da, nur. So. Diesmal voll. Darüber. Und die stecken wir auch noch zusammen. Ich würde sagen, 200 Schuss müssen reichen. Die kommt mit. Der Rest bleibt da. So. Diese komischen Speere da. So, welche Waffe fehlt mir jetzt? Die habe ich noch. Das heißt, es müsste diese hier sein. Schauen wir nach. 90 Schuss, ja. 200 Schuss, sehr gut. Das Werkzeug geben wir jetzt auch mal da rein. Gut, das brauche ich jetzt nicht. Ich könnte es natürlich damit probieren. Ob der sowas anfällig ist? Gute Frage, nächste Frage. Ich habe keine Ahnung. Aber probieren können wir es. So, warte, die Fackeln gehen wir daher. So. Jetzt habe ich ein optimal leeres Inventar. Das heißt, ich komme auch 5 Meter weit. Schauen wir kurz auf die Uhr. 32 Minuten, na dann würde ich sagen, seht ihr das beim nächsten Mal. Ich sage mal Tschüss, ciao und Baba.